Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tag 17 vom Matthäus Adventskalender. Wir wollen schauen, was wir heute in unserer Schatztruhe finden. Hallo, ich bin Daniela und ich lese euch aus Kolosser 3, Vers 23. Denkt bei allem daran, dass ihr letztendlich für ihn und nicht für die Menschen arbeitet. Ich weiß nicht, ob du diese Gedanken kennst. Wenn das und das passiert, dann kann ich das schaffen. Ich weiß nicht, wenn irgendetwas Bestimmtes passiert, dann kann ich Gott endlich dienen. Wenn das und das ist, dann kann ich meine Berufung leben. Wenn das und das eintrifft oder ich mich so und so verändere, dann kann ich endlich meinen Glauben leben. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst. Ich kenne diese Gedanken. Und gerade jetzt, wo wir auf Weihnachten zusteuern und aufs neue Jahr vor allem zusteuern, denkt man oft, wenn ich mich so und so verändere, dann passiert das im neuen Jahr. Dann kann ich endlich was Großes erleben, was Großes erreichen. Und ich glaube, wir sollten aufhören, in diesem Wenn-Denken zu leben. Denn unser Gott ist ein Gott, der nicht erst sagt, wenn das und das passiert, dann möchte ich dich nutzen, dann möchte ich mit dir leben, dann möchte ich dich lieben, sondern Gott ist ein Gott, der normale Menschen in ihrem normalen Leben, in ihrem normalen Umfeld nutzt und dadurch sein Reich baut. Und ich glaube, wir sollten genauso aufhören zu sagen, wenn das und das passiert, dann erst erlebe ich die Berufung, dann erst kann ich meinen Glauben leben, dann erst kann ich in Gottes Fülle leben, sondern wir sollten das anfangen, was Gott mit uns tun möchte, genau da, wo wir jetzt sind. Genau in dem Umfeld, in dem wir uns jetzt befinden. Genau in der Situation, in der wir jetzt leben. Genauso, wie wir uns jetzt fühlen. Sei es, dass wir uns richtig gut fühlen oder vielleicht auch gerade ganz zerbrochen sind. Und so möchte ich dir heute sagen, du brauchst nicht auf das Wenn warten. Gott möchte jetzt zu dir kommen. Gott möchte dich jetzt erfüllen und jetzt in deinem Umfeld mit dir sein Reich bauen. Und so möchte ich das heute über dich und für dich beten, dass du das annehmen kannst für dich. Vater, danke, dass du kein Gott bist, der sagt, wenn du das tust, dann tue ich das für dich, sondern dass du einfach kommst und sagst, das tue ich für dich. Und so bete ich über jeden, der das heute hört und sieht, dass wir unsere Wenns an dich abgeben und dass wir dich einfach empfangen, dass wir dich in unser Herz lassen und dass du uns zeigst, wie du uns genau jetzt, genau da, wo wir sind und genau wie wir sind, nutzt und dein Reich durch uns baust. Und wir sind dir so dankbar dafür und wollen dich einladen, in unserem Leben Platz zu nehmen und uns zu erfüllen mit deinem Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen.